Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Plants vs. Zombies Garden Warfare. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben. Es ist doch gar keine Story, Alter. Ich bin so durch schon. Ich bin so durch im Schädel schon. Leute, wir zocken jetzt auf jeden Fall den Gebirgsjäger. Wurde der ein, zwei Mal danach gefragt. Also zocken wir den Gebirgsjäger. Ich komme jetzt auch selber gerade erst an das Spiel. Also hier seht ihr es schon. Ja, shit, man. Der Sorb ist ganz unten. Das kann ja gar nicht sein. Das kann ja nicht sein, Junge. Da muss er erstmal was. Da muss er erstmal was dagegen tun. So sieht es nämlich aus. Ja, wir spielen den Gebirgsjäger. Ich habe leider Gottes, muss man sagen, noch keine einzige Verbesserung. Und dementsprechend macht er noch nicht so viel Schaden wie der normale. Zum Beispiel. Ich habe leider auch hier nicht meine Dreifachraketen, meine geilen Dreifachraketen für den Fußsoldaten am Start. Die machen es auch ein bisschen besser. Ich muss sagen, diese Dreifachraketen, die neuen, die sind echt sehr, sehr cool, weil du da so ein bisschen ein kleines Gebiet sozusagen absprayen kannst. Ballern kannst du, der ist eingefroren jetzt, dann schnapp ich mir das Molekül übrigens. Dankeschön. Dankeschön. Wir spielen hier Gartenkommando, Garten vs. Friedhöfe und da hat mich einfach mal eine Chili-Bombe wieder weggehauen. Die sind so heftig. Yo, Jungs, rein da! Bam, da habe ich irgendwas, habe ich. Aua! Aua! Hier los hier, was ist hier los? Okay, alles klar. Los geht's, Jungs. Haha, ich glaube mir nicht. Ja, ihr seid so dumm. Ihr seid doch so dumm. Was war das denn jetzt? Von wo? Ich weiß nicht mal, von wo die kamen. Plötzlich ist einfach nur irgendwas explodiert. Ach. Ey, die Chili-Bombe müssten sie echt ein Ticken entschärfen, finde ich. Die haut echt zu hart rein. Oh, warte. Kumpel, ich hätte dich doch gerettet. Ach, da oben, da oben. Oh, gerade noch so gerettet, Junge. Stirb doch, du Pisser! Schön, die Vorlage wenigstens gegeben. Das wird nichts, Kollege, und das wird doch nichts. Habt ihr eigentlich nur die Chili-Bomben? Kannst du sonst nichts, du kleiner Pisser? Moment, ey, ich habe so einen geilen Move rausgekriegt. Was heißt rausgekriegt? Das ist jetzt nichts Besonderes oder so. Aber einen geilen Move habe ich am Start. Jetzt, pass auf. Okay, shit! Ich habe nämlich letztes Mal, ich weiß nicht aus warum, aber so einfach so aus Just for Fun mit dem Fußsoldaten einfach das Jetpack angemacht, in der Luft nach unten geballert, weil neben mir einer war und es hat geklappt. Dann habe ich ihn gleich nochmal gemacht, diesen miesen Move, und er hat wieder geklappt. Dann dachte ich, Junge, du bist ein Pro-Gamer, weißt du, und dann kommt der nächste, hat mich weggehauen. So war das leider. So war es leider. Das war die Geschichte vom kleinen Fußsoldaten. So. So, rein da, Jungs. Ah, eingenommen schon. Easy, locker going. Der hat ein Klo auf dem Rücken. Und ein scheiße Pömpel auf dem Kopf. Genau. So, wenn das Klo mal verstopft ist. So, was geht denn ab hier, Jungs? Direkt der nächste Angriff, oder was? Alles klar, bin ich dabei. Du Vollhorst! Warum holen die Leute immer so kleine, die billigsten Zombies von allen? Ich wollte jetzt einen krassen holen. Oh oh. Oh, Mist! Nur eine Topfpflanze weggeholt. Habt ihr gesehen, wie die das vermint haben, die Säcke? Oh Mann, Leute, ist ja heftig. Ist ja heftig, Junge. Boah, den treffe ich, ey. Soll ich es riskieren? Wäre schon geil gewesen, wa? So ein 300 Meter Schuss.
Ich glaube, das hol ich mal so einen explosiven. Der nimmt zwar nicht mit ein, aber ich glaube, der könnte einen wegholen. Weil der halt explosiv ist. Eis gegen Eis, Junge, Eis gegen Eis! So, du Pisser. Ich bin hier der Eismann. Hol dir wieder nur so ein braunen Mantel-Ding. Schön, 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 schön. Moment, Moment, jetzt kommt der miese Special Move. Voll hab ich den, der den geballert. Ich war so verwirrt, soll ich links, oben, unten, rechts ballern? Komm, die machen weg, die machen wir weg. Vorlage Nummer 1. Stirb! Ich muss hier raus! Boah, was ein übelster Abhau-Move, ey. Habt ihr das gesehen? Zack, da rein. Oh Mann, ey. Hab ich noch jemanden mit meiner Rakete mitgenommen? Nee. Ich muss mir unbedingt für diese Klasse... Warte mal, das kann ich doch machen sogar. Das kann ich doch hier sogar machen, ne? Ja, ja, hier, zack. Kann man ja auch mitten im Spiel umstellen, deswegen. Der alte Sushi-Mann. Okay. Weil die gefallen mir echt ein bisschen besser. Ne? Stirb! Nur eine Vorlage wieder. Willst du mich verscheißern? Bleib hier, ich rette dich. Da mein Zeitungszombie läuft nach vorne. Ah, boah, ich wollte noch weghauen. Weghauen, besonders abhauen, meine ich. Mit dem Jetpack, aber das hat nicht geklappt. Die Chili-Bombe in die Haut so rein, die Haut so rein. Das ist so heftig. Diese Drecks-Chili-Bombe. Brauchst nicht sterben. Verdammte Dreckskartier hier. Brauchst nicht sterben. Boah. Irgendjemand habe ich besiegt. Mit der Stinkfolge. Geh doch mal weg hier. Das ist mein Platz. Du Vollhorst, ey. Ich hasse dich zu sehr, ne? Na, endlich. Geht doch. So, direkt noch eine Herausforderung gemacht. So, Moment, Jungs, ich bin noch nicht drinnen. Ich will auch mal was einnehmen, ey. Hinter dir! Ich hab doch gerade... So, den lässt du schon liegen. Was ist hier los? Was ist hier los? Moment, meine Buddies werden angegriffen von hinten. Habt ihr den? Habt ihr. Habt ihr. So, jetzt Angriff hier. Und wie die Musik plötzlich abgeht. Geil. Hey! Ach komm, weißt du was? Yeah! Whee! So. Okay, für den letzten Angriff ist natürlich die Klasse jetzt nicht die beste unbedingt. Jungs, 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 Jungs. Einfach durchlaufen. Schön, schön. Hol dir. Warte, warte. Ah! Oh Mann, ey.
Okay. Ich wusste es, ich hab's schon wieder gehört. Dreckige Ski-Pisser, ey. Mist, ey. Ich schwöre, drei Flangen-Zombies habe ich, glaube ich, auch nicht mehr am Start. Nix mehr habe ich, nix mehr. Jetzt lauf doch mal, du Vollhorst. Mit deinen geilen Haaren, ey. Jungs, wir können die uns nicht ausruhen, weißt du das? Weißt du das? Okay, das nächste Mal, wenn ich hier langlaufe, ist der kaputt. Die Walnuss, der Walnussbomber. So, ich hol noch einen. Ich hol jetzt noch einen dicken. Doch, ich hab noch Flankenzombies. Ab durch die Mitte! Ich komm nicht mal zum Schießen, Alter! Es ist so. Es ist so dreckig einfach. Es ist so dreckig. So, Leute, noch einmal. Noch einmal. Fürs Team! Rein da! Lass mich doch durch! Ja, Mann! Was zur Hölle? Hab ich's nicht gepackt? Ich bin nur da rein. Achso, man spawnt nochmal neu, oder? Ich hab's doch geschafft jetzt. Boah, der macht einen geilen Presslufthammer-Move jetzt hier. Heute ist die Folge der Moves. Hallo da hinten. Seht ihr die Kakteen da auf dem Balkon? Hallo? Ach, ihr wart ja schlecht, wart ihr doch. Und ja übel geruhlt. Geruhlort. 10.000 Münzen, ne? Nicht schlecht. Ich glaube, so schlecht war ich gar nicht unterwegs, oder? Dafür, dass ich erst mittendrin reingekommen bin. Ja, passt schon. Passt schon. Na gut, Leute, das war der Gebirgsjäger. Den habt ihr euch ja... Also ein paar Leute haben sich den gewünscht. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen ihr als nächstes sehen wollt. Und da ja sehr viel immer nach Plants vs. Zombies gefragt wird und die Resonanz in den letzten Folgen nach unten gegangen ist, muss ich euch auffordern, wenn ihr wirklich das sehen wollt, die Videos, dann liked die auch. Es ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Unterstützt die ganze Sache, zeigt mir, dass ihr es wollt, und dann versuche ich mein Bestes, wie gesagt, so wie immer halt. Ja, aber nur mal zur Erinnerung, Leute, damit ihr mal Bescheid wisst, ja, so wie sieht's aus. Ich weiß gar nicht mehr, welche Charaktere wir haben, aber das müsstet ihr dann wissen. Was man auch so, Gifterbse könnte man zum Beispiel nochmal zeigen, oder, ja, weiß nicht. Schreibt einmal, was ihr sehen wollt, und dann versuche ich, das zu machen. Ansonsten, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, und tschüss!